ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So. So, also. Die Frage ist, wo muss ich hin? Egal, mache ich mir jetzt keinen Kopf. Ich gehe jetzt erstmal nochmal zurück. Da muss ich sowieso wieder. Ja, ich kann auch nicht abkürzen. Ich muss halt die ganze. Baum, geh weg, beschissen Weg. Zack. Das heißt, hinterher wieder zurück. Das heißt, ein bisschen Zeit haben wir, weil ganz so schnell ist der Nebel dann nicht. Aber Johnny Boy hier, außer Puste so. Der Typ kann es echt in der Pfeife rauchen. Er kann jetzt schon nicht mehr. Hier, guck. Warte, wenn ich hier bin, das heißt, ja, ich muss wahrscheinlich dann wieder in diese Richtung. Oder was? Aber wie soll ich denn... Da ist jetzt die Brücke. Aber da muss ich, wenn ich wieder zurückgehe, ja. Das heißt, ich muss hier rum oder darum. Heißt, wenn das war nur noch eine gehetzte Jagd, aber wohin? Wohin werde ich gehetzt? Ja. Ja, 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 gut, alles klar. Don't have a lot of time left. You have to hurry. Find the way. Find me, or I'll unleash hell upon you. Aber es muss nicht langsam laufen, sonst hat er keine Puste mehr. Man kennt ihn. Der langsame Meier. Der zu Hause kein Rennrad stehen hat und dann mal zwischenzeitlich übt. So. Warte mal. Ich glaube hier hoch. Konnte ich doch irgendwo im Kreis laufen. Ach Alter, komm jetzt, hör auf, ey. Du dummer Sack. Gleich tot und du kreuchst jetzt aus dem letzten Loch. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich jetzt bin hier. Also ich muss im Kreis laufen. Weiß nicht, ob ich da jetzt richtig bin, sonst bin ich gleich sowieso wieder tot. Man kennt das ja. So, ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Hast du es jetzt, ja? Ich bin jetzt an dieser Brücke. Wo ist das? Wo? Hier. Okay, da bin ich schon mal. Aber wie komme ich jetzt darüber? Puh. Ja, fahr. Scheiße, wo lang? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Sag's mir. Oh, ich geh jetzt einfach hier runter. Ist mir wurscht. So, hier. Ich bin jetzt irgendwo unten. Ja, toll. So wie die lang. Versuch es mal hier. Alter, was ist? So, wieder hier hoch. Ey, der hat nichts. Der kann nichts, Alter. Der Typ ist einfach fertig. Hier mal hier runter. Wow!
komme ich ja gar nicht runter, oder? Okay. Ich denke jetzt hier. Ne, da geht auch kein Weg lang. Gut. Mann, bist du das mal hier gefunden hast, wo du lang musst, ey. Da geht es ganz schön weit runter. Nein, da geht es nicht lang, da muss ich hier runter. Ja, so. Ja. Oh, den Ast, den könnte ich doch nehmen. Genau. Nein! Du Sohn! Das gibt's doch nicht. Aus der Höhe bricht er sich dann das Bein. Jetzt den ganzen Scheiß nochmal von vorne. Was ist das Blöde, wenn du dann getrieben wirst und musst laufen und eigentlich in irgendeine Richtung, wo du nicht weißt, ob die richtig ist. Ist das ein... Diesen Typen wohl. Ich bin froh, wenn ich den nicht mehr spielen muss. Der kann nichts. Aber den kleinsten... Bist du jetzt? Ja? Der sorgt echt für Spannung, der Kerl. So, hier wollen wir mal langsam und dann rennen wir wieder zurück. Ich glaube nur, dass ich gleich den scheiß Weg wieder finde. So. Na, fängst du an zu quatschen oder was, du Lump? Naja. Ich schwöre, dieser Kerl. Wenn es ums Leben geht, dann müsste er normalerweise eine Ausdauer haben am Hals. Aber die Spielgeschehnisse machen es ja wieder so ultra dramatisch. Warte mal, ich glaube, dann bin ich hier oben lang. Den. Boah, hast du dich jetzt eingekriegt, ja? Du Wüstenkobold. Warte, warum bin ich dann da lang, glaube ich, oder? Kann das sein? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe noch keine Ahnung mehr. Wo lang? Blick nicht mehr durch. Blick hier nicht. Ja. Ach. Ich hasse diesen. Na komm, nun lauf, Mann! Du. Boah, ich schwör dir, du. Ich sorg dafür, dass. Nein, warte mal, da nicht da. Ich muss, ich glaube, hier lang. Glaube ich. So, jetzt bin ich an meinem Kreis gelaufen. Boah, ich schwör dir. Rennen. Weiter.
Ah, warte, genau, warte, Brücke. Unter der Brücke lang. Das heißt, ich komme jetzt nicht von da lang, ich muss hier runter. Komm her. Unter der Brücke. Nee. Hier runter. Ich muss hier unter der Brücke wieder hoch. Oder wie das war. Da hinten. Irgendwie so. Komm hier runter. Oh. Und jetzt hier wieder hoch. Hopp. Oh, dann sind wir auf der Brücke wieder, genau. Ich könnte denken, als wenn der die ganze Bergkuppe hier am Kraxen ist. So, wir sind dann hier runter. Dann hier lang. Bevor wir abschmieren. Ja, und dann hier lang. Immer vorsichtig gucken, dass wir jetzt mal hier schön langsam runterkommen. Genau, so, soweit haben wir das. Und dann hier runter, würde ich sagen. Ja, und dann war ich hier, 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 hier. Dann gehen wir hier runter, hier. So, die Stadt. Da auch komme ich nicht. Das heißt, ich bin halt durch die Höhle. Oder ich gehe. Ich kann natürlich auch, glaube ich, hier lang laufen. So, auf jeden Fall sind wir unten. Überall ist egal welcher Berg. Mir kommt vor, dass wenn ein Berg alle alle. Alles klar. Jetzt weiß ich, was hier die ganze Zeit diesen Krach macht. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Den Nebel sehe ich jetzt gerade auch nicht. So, Mittelpunkt der Map an Stonehenge. Was mache ich jetzt? Was ist meine Aufgabe im Spiel? Was geht hier? Was? Alles dunkel. Lol. Act 3. And so we have reached the end. Have you understood your role in my plan? There are no random victims. And nobody is completely innocent. You may not agree. But when the gates to Section 22 open and the world will see true madness, you will understand that everything I had done was necessary. Scheiße, wir müssen da oben hin oder was? Weiß auch nicht, wo ich gerade bin, aber ich denke mal, ich laufe mal ins Licht. Ich habe natürlich jetzt nicht verstanden, was er von uns will oder was. Oh, guck mal, hier sind Schleifspuren. Hilft es? Weiß nicht, was mich da erwartet.
Und jetzt bin ich hier. Was nun? Wir sind jetzt ins Zelt reingegangen und... Okay, das war's. Wow, wir haben's durch. Nice. Ja. Ein sehr schönes Lied. War mal schön der Techno-Version dabei. Das wäre es jetzt gewesen. So, wir haben das Spiel durch. Schöne Sache. Fazit dazu. Vor allen Dingen alles andere am Abspann. Ich steht auf Englisch so gesehen, ja. Special Thanks und so weiter. 2D-Artist, 3D-Artist. Und unten steht dann Special Thanks, ja, im allerletzten Abspann an unsere Familien, an unsere Freunde und Familien. Und ich denke, was? Wie passt das zusammen? Alles auf Englisch, das schreiben sie auf Deutsch. Also, ja, doch. Fail. Im Großen und Ganzen, vom Spiel her, interessant. Weil das ist einfach irreführend. Ne? Aber wenn man hinterher weiß, was man machen muss, ja, doch, dann hast du schon ein bisschen Story drin. Nur dann erstmal, du hast da echt den Drang, dass du dich da verlaufen kannst. Ne? Ich habe zwar immer noch nicht ganz geschnallt, ob der Kompass jetzt wirklich hilfreich war oder nicht in dem Sinne. Ja.
Für mich ist manchmal dieser Kompass einfach fehl am Platz gewesen. So, wiederum kann ich aber sagen, vom Gruselfaktor her, gewisse Szenen oder sowas, von der Musikunterstützung, richtig toll, richtig super. Also das hat schon pure Gänsehaut. Jetzt, wenn ich noch dran denke, kriege ich eine Gänsehaut. Also richtig geil. Richtig geil, richtig gut. Jetzt am Ende, das war so ein bisschen halt, erst läufst du dahin, denkst, weil du musst über die Brücke. Okay, dann versuchst du über die Brücke zu rennen, dann kommst du da nicht. Dann musst du aber wieder umdrehen. Das heißt, quasi der gelbe Rauch, der orangene Rauch sind halt diese Monster, die dich umbringen. Das heißt, ja, manchmal muss man wieder einen Schritt zurückgehen, um vorwärts zu kommen. In dem Sinne, ja, war das dann so. Ja, aber ansonsten hoffe ich doch, dass ihr Spaß hattet und dass wir eine schöne Wanderung hinter uns hatten, dass wir alle mitgefiebert haben, viele Horrormomente gehabt haben, also Gänsehautmomente und ja, tolles Spiel. Auf jeden Fall. Hätte ein bisschen länger sein können, würde ich sagen jetzt. War ein bisschen recht kurz. Aber wir haben ja einiges gefunden an Zetteln. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen oder so. Und ja. Was jetzt genau jetzt der Sinn dieses Spiels jetzt war oder was wir in der Figur verkörpert haben, weil wir haben ja jetzt nicht alles gelesen. Vielleicht hätte da noch ein bisschen Information drin gestanden. Aber ja. Manchmal sind ganz kleine Buchstaben oder so, wie das jetzt da wiedergegeben war, schlecht abzulesen oder vorzulesen. Deswegen habe ich mir das einfach mal gespart. Ja. Sorry mal dafür, aber ansonsten bin ich auch eigentlich, der fast alles vorliest. Ja. Auf jeden Fall, Spiel hat mir gut gefallen. War mal so ein kleiner Horrorabenteuer wie in Outlast. War das auch mal wieder ein bisschen was Gruseliges? Aber mysteriöses, basierend auf einer wahren Begebenheit. Von daher habe ich gedacht, das müssen wir uns auf jeden Fall mal gönnen. Okay, so. Ich höre jetzt auf zu schwatzen. Ich würde sagen, ich bin jetzt raus. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ja, würde sagen, das war euer Virus. Mal gucken, was als nächstes kommt. Schauen wir mal. Ich bin erstmal raus. Macht's gut. Ciao.